Ich kriege dieses eine Leben auch tatsächlich nicht mehr zusammen, ne? Das holen wir uns mal noch. Oh, Schande. Sonderaktion schon wieder hier. Shit. Das ist ja furchtbar nervig hier. Nein! Shit. Das war blöd. Jetzt muss ich nochmal warten. Sonst nehme ich zu viel Schaden auf Dauer. Das wollen wir ja auch irgendwie nicht. Ja. Blöd, ne? So ein bisschen. Puberty. Nö. Ist das hier? Die Sterne. Nö, brauche ich auch nicht. Das bedeutet natürlich, wenn wir hiermit fertig sind, dann könnte es sein, dass der letzte, ich muss ja noch einen vierten anfangen für eines der Achievements, wenn ich das richtig verstanden habe in den Kommentaren, dass das ein bisschen schwieriger werden könnte, weil ich dann möglicherweise ziemlich gute Items verliere, die ich jetzt hatte. Weil ich nicht so viele mitgenommen habe, weil ich ja nicht so viel erkundet habe dieses Mal. Auch nicht jeden Itemraum mitgenommen habe und so. Das könnte dann natürlich möglicherweise noch ein kleines bisschen problematischer werden, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Solange ich den X-Schuss hier, den Crazy-Schuss behalte, ist sowieso alles gegessen. Nein, nein, das war nicht der Plan. Das hat nicht funktioniert. Das ist egal, aber es hat trotzdem nicht funktioniert, wie ich das haben wollte. Ugh. Er hätte mich getroffen, wenn ich nicht auch noch so viel Verteidigungskram hätte, wobei mir da inzwischen auch ein bisschen was fehlt, ne? Wenn ich mir das so angucke. Bloop. Oh, nein! Ich bin tatsächlich reingehüpft, während ich explodiert bin. Das ist ja toll. Gut, dann wollen wir mal. Flup. Flup. Oh, da sind Dinge explodiert. Zu was denn? Telepillen. Health Up. Lemon Party. Ganz ehrlich? Health Up nehme ich nochmal. Einmal wenigstens. So, die brauche ich gerade nicht. Okay, dann wollen wir mal. Hier könnte ich natürlich vielleicht noch ein bisschen was erkunden, weil ich weiß ja, dass ich noch extrem viel Zeit habe. Ich weiß gar nicht, ob ich 20 Minuten, ich glaube, ich wollte 20 Minuten haben, ne? Das heißt, ich kann bis kurz vor 20 Minuten durchaus noch, sobald ich das Aua gefunden habe, ein bisschen erkunden. Nein, meins. Nee, ich glaube, das ist das Cursed-Dingen. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht ganz sicher, ob es das Cursed-Dingen ist, aber wenn es das Cursed-Dingen ist, dann will ich es definitiv nicht haben und deswegen sind wir mal lieber da sehr, sehr vorsichtig mit. Okay, also immerhin trotzdem erstmal hier suchen. Natürlich, The Lamb. Oder ich kann auch erstmal wahrscheinlich. Ich kann ja erstmal The Lamb töten, kann auch noch weiter erkunden. Ach nee, Moment, ist gar nicht wahr. Danach kommt direkt das, wollen sie ein Victory Lab machen. Das kann ich theoretisch beim normalen Run-Dings machen, aber nein, den Glitch will ich auch nicht haben. Der ist auch irgendwie, der kann böse, nervige Dinge verursachen. Also ist nicht. Ich glaube, das war der, der folgt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Au! Shit. Die World! Da ist der Boss. Perfekt. Machen wir uns erstmal den Weg in die Richtung frei. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Nein, das will ich tatsächlich nicht. Ich habe diese Dinger hier, die sind cooler. Wenn ich jetzt das mit Bomben verbrate, dann ist das nur schlechter. So. Ich weiß nicht genau. Ach so. Doch, das macht irgendwie Schaden, ne, und fliegt um mich rum. Das ist gut. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich kriege gerade relativ viel Damage, weil ich es irgendwie verkacke, sinnvoll auszuweichen. Und nicht mehr alles One-Hitte. Das ist der komische, normale Bam. Doch, ganz ehrlich, den nehme ich mit. Ich brauche den Kram nämlich nicht mehr unbedingt. Pass mal auf. So, da liegt noch mein schwarzes Herz. Das will ich will ich natürlich haben. Ich gehe auch noch mal. Erstmal gehe ich hier rein. Wobei ich eigentlich vor allem hier unten rein will. Das ist die Idee. Das ist das Wichtige an der Sache. Nein, ein D8 will ich nicht. Ups. Den wollte ich eigentlich auch nicht. Der ist mir egal. Ham. Das ist Temporary Enemy Slowdown. Ganz ehrlich, das ist cooler als das andere Ding. Auch wenn das wahrscheinlich insgesamt mehr Schaden macht oder so. Aber das ist mir egal. Das Temporary Enemy Slowdown ist cool. Okay, ich mache jetzt erstmal ihn tatsächlich, dann. Bloop. Enemy Slowdown! Die! Au, natürlich lasert er mich, Drecksviech. Ham! Yo, noch ein Victory Lab, bitte. What? Warum bin ich jetzt The Lost?
Ach du Schande. Und das ohne den Dings, ohne den Holy Mantle, das ist nicht gut. Oder habe ich den jetzt automatisch? Ich glaube nicht. Okay, das ist hart. Das ist hart, das ist richtig hart. Oh, Schande. Ich muss versuchen, irgendwie ein Holy Mantle oder sowas zu kriegen, weil sonst ist das sehr ungünstig hier. Kann die... Nein, ich kann kein Leben kriegen. Das ist schon mal... Alter, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt wird's interessanter. Aber ich habe The Lamb in kurzer Zeit getötet. Das sollte das nicht eigentlich irgendwie ganz toll sein oder so? Ich kriege noch einen Luck. Mehr Luck kann ich aber nicht haben. Oh, Schande. Oh, Schande. Das ist echt schlecht jetzt gerade. Ich brauche sowas wie einen Holy Mantle. Mit dem Holy Mantle könnte das funktionieren. Ansonsten wird das hier, glaube ich, nichts. Ich brauche jetzt auf jeden Fall wieder alle Items. Ich hätte vielleicht doch eben alle Items mitnehmen sollen. Super. Ganz toll. Was das ist? Irgendeine Technology. Ach, ich schieße auch noch so ein bisschen doof in der Pampa rum, oder wie sieht das aus? Okay. Meinetwegen. Passt schon. Das kann ich nicht machen, habe ich gehört. Nehme ich an. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Glaube ich aber. Oh shit. Ich kann Teufelsdeals einfach so abschießen. Oh, guck mal. Ein zusätzliches Leben. Ich bin ein Fun Guy. Ich habe mehrere Leben. Die Frage ist, werde ich dann wieder The Lost oder werde ich irgendwas anderes? Weil... I don't know. Stärke hilft mir irgendwie nicht. Der Chariot hilft mir unter Umständen. Ganz ehrlich, ich werde jetzt wieder alles erkunden. Shit, das sollte ich vielleicht nicht tun, wenn da sowas rumeiert. Aber ich brauche jetzt, glaube ich, wieder alles, was ich kriegen kann. Ich brauche vor allem Engelsräume eigentlich, die ich aber nicht mehr kriegen kann. Shit, jetzt habe ich aus Versehen die Stärke eingepackt. Das war nicht der Plan. Oh, guck mal. Damage und HP ab. Leider kann ich die Damage ab nicht gebrauchen. Die HP ab, meine ich. Und Damage ab hat auch nicht so richtig funktioniert, ne? Ich habe mein X-Ray behalten. Das ist auch das ein... Also, ich weiß nicht, ob das Ding wirklich X-Ray heißt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, da ist ein komischer Fledermausflügel. Das ist ein Trinket, ne? They are growing. Aber ich nehme da heute das Evil ab mit. Okay, ich hoffe, dass ich dieses Mal wirklich wieder versuchen kann, in die Dingens zu kommen. In die Engelsräume, weil wenn nicht, dann wird das jetzt eine sehr, sehr finstere Aktion. Weil so gar nicht getroffen zu werden, kann sehr, 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 sehr hart werden. Das wäre eigentlich cool, wenn ich das hinkriegen würde hier. Skatole zu kriegen. Das wäre natürlich cool. Nee, auch das ist nicht Skatole. Ich hätte gerne Skatole, mein Freund. Das wäre jetzt irgendwie toll. Warte mal, ich spring das Ding mal in die Luft. Ich spring auch mal das Ding in die Luft schon mal. Luck ab. Hilft mir nicht. Doch. Ich kann noch mehr Luck kriegen. Aber mein Luck hatte sich eben reduziert am Anfang des Dings, ne? Am Anfang des Runs. Okay, das Problem ist, Luck hilft mir halt gerade recht wenig. Weil... Ich hab nicht... Nein! Okay, ich hab ihn weggeschubst. Ha! Steck dir deinen Selbstmord sonst wohin. Ist nicht. Gib mir das Skadole. Das ist kein Selbstmord. Ja. Komm, ich hab doch Luck. Mach doch, gib mir doch einfach Skatole jetzt. Na los. Er will nicht, ne? Er will einfach nicht. Du blödes Viech, gib mir das jetzt. Gib es mir. Los. Nein. Oh, Mensch. Trau mich nicht. Ich habe immer Angst, da hinzulaufen, weil am Ende kommt da so eine Fliege raus und ich bleib da so versehentlich drin hängen. Das ist mit The Lost natürlich immer sehr problematisch. Ah, finally. Okay, das ist schon mal gut. Keine hässlichen Fliegen mehr, um die ich mich kümmern muss. Das ist schon mal positiv.
Da kann ich nichts mit anfangen. Oh oh. Bin ganz, ganz vorsichtig beim da durchfliegen. So. Der ist ziemlich cool. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt Probleme habe mit dem Ausweichen, weil ich immer denke, die gehen auf mich erst, aber sie gehen tatsächlich erst auf das Viech. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Da wird jetzt einfach geslowt und dann getötet, bevor er irgendwas tun kann. Ein Little Steve, weil warum nicht? Nehmen wir mal mit. Ich kann die Deals hier umsonst machen, aber die sind beide nicht gut. Das ist beides Fliegen und ja, brauche ich halt nicht, ne? Außerdem, wie gesagt, Engelsdeals, Engelsräume wären cooler. Habe ich aber scheinbar immer noch nicht wieder Chance drauf. Das ist schlecht. Das heißt, es geht scheinbar wirklich nicht. Damn, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das heißt nämlich, dass ich den Holy Mantle nicht kriegen kann. Den kann ich damit jetzt echt nicht kriegen, ne? Shit. Fight against Humanity, Ace of Clubs, der Chariot. Ich muss den Chariot basically mitnehmen. Um, wenn ich sehe, dass ein wirklich, wirklich fieser Raum kommt mit irgendwie, weiß ich nicht. Hematemesis. Okay, das hilft mir irgendwie nicht. Weil alles, was die mir geben können, Herzen, die bringen mir halt alle nichts. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wenn ich einen wirklich fiesen Raum sehe, dann muss ich das halt einfach, den einfach mit dem Ding überspringen oder es versuchen oder so. Oder ein fieser Boss. Weil, ja. Ich meine, ich habe halt Schaden, ne? Wenn ich nicht wieder so blöd das Ganze mache wie beim letzten Mal. Am Ende. Und dann irgendwie massiv Leben verliere, dann geht das alles. Natürlich, dankeschön. Das ist der Mega-Satan-Kopf. Ja, den will ich aber nicht. Auch wenn der umsonst ist, ist mir egal, den will ich nicht. Der macht irgendwie so einen Mega-Laser, der ultra viel Schaden macht. Und das hat, braucht irgendwie 12 Dinger zum Aufladen oder so. 12 Binöppel. Und ja, ich mache so schon massiv Schaden. Das heißt, ich brauche das tatsächlich nicht wirklich. Das passt schon. Das ist. Mein Schaden ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich irgendwie überleben muss, bis mein Schaden durchgekommen ist. Was jetzt am Anfang kein großes Problem ist. Es ist eher die Sachen, die mich zufällig töten, die Probleme machen können. Und werden. Und werden. Gib wieder ein paar All-Stats ab. Inzwischen erhöht sich der Schaden nicht mehr besonders viel. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch abhängig von den... Oh Gott. Abhängig von den... von der Anzahl an Victory-Dingern, die ich gemacht habe. Kann das wohl sein? Je mehr ich schon gemacht habe. Tier's Shot Speed Up ist irgendwie interessant. Okay. Wobei ich das theoretisch ja eigentlich gar nicht so schnell haben möchte, ne? Je langsamer, desto weniger problematisch. Oh. Ich könnte jetzt würfeln. Hoffen, dass es... Achso, das ist für Würfel, glaube ich, nur Items oder so. Das ist nicht so... Also alles, was hier im Raum rumliegt oder so. Und hoffen, dass ich ein Ding jetzt kriege. Da! Einen... wie heißt es? Wie heißt es denn? Ein Holy Mantle. Aber ich glaube... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich habe zum Glück auch noch die komische, wie heißt es hier, die oh oh, Spinnen. Wenn ein ganz hässlicher Boss kommt, den ich aber trotzdem dringend töten muss, kann ich auch immer noch die alle verlangsamen und so. Das ist auch ganz schön. Oh, guck mal, Fate. Was macht ihr das nochmal? Achso, ein Imaginary Friend, der dann komisch in der Pampa rumfliegt. Die High Priestess. Nö. Nö, 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 nö. Wie sind halt hier, gerade wenn ich irgendwelche Gegner kriege, die direkt irgendwie explodieren oder sowas, während ich reinkomme, weil ich so viel Schaden mache. Und dann kann ich das nicht mehr rechtzeitig irgendwie dem Ganzen ausweichen. Das ist auch blöd. Der Gigapfad. Brrrt. Brauche ich aber nicht. Oder solche Sachen, ne, so eine Mimik, wo ich dann einfach versehentlich reinlaufe und dadurch einfach sterbe. Das ist halt doof.
Und da kann ich halt auch relativ wenig gegen machen. Das ist das Problem an der Sache. Man hat manchmal einfach diese Sachen, wo man dann nicht mehr ausweichen kann. Und das ist dann natürlich schlecht. Für den guten, für das gute The Lost. Deswegen ist es ja auch so toll, dass man normalerweise später mit The Lost den Holy Mantle kriegt. Deswegen ist das so toll, den freizuschalten, weil dann hat man Chancen gegen sowas. Im Moment habe ich da nicht so richtig Chance gegen. Weiß gar nicht, wie gesagt, wenn die Wiederbelebung funktioniert, dann könnte das tatsächlich alles problemlos funktionieren, weil dann kann ich solche Sachen umgehen. Ich hatte ja ein paar Wiederbelebungs-Items, die werden leider so nicht mehr angezeigt. Weiß gar nicht, ob die halt funktionieren. Und ob ich dann auch mal wieder so lost werde, ist die große Frage. Oder ob ich dann was anderes werde. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich glaube, dann werde ich wieder The Lost. Schätze ich mal, weil das ja irgendwie jetzt so mehr oder weniger spontan kam und vom Spiel vorgeschrieben. Das heißt, ich gehe davon aus. Aber ich habe theoretisch mindestens... Also ich habe theoretisch... Ja, das war wieder so eine Sache, ne? So direkt am Eingang stehen. What the hell? Eine komische Range-Up. Was haben wir hier? Aha. Das hat sich ja... Oh shit. Das hat sich ja gelohnt, wollte ich sagen. Was haben wir hier noch? Immer Dings. Brauche ich nicht. Voll Health brauche ich auch nicht. Okay. Ja, ne? Das ist gemein. So. Also ich habe mindestens theoretisch ein Leben, weil... Also sollte ich theoretisch haben, weil ich habe ja den One-Up-Pilz gefunden. Der sollte da eigentlich schon eine Menge helfen. Und wenn der funktioniert halt, ne? Es würde mir ja auch reichen, The Lost wieder zu werden. Das Schöne ist, dass das sowieso egal ist, dass ich dann nur wenig Leben haben würde. Weil normalerweise, wenn man so Wiederbelebungs-Items hat, startet man ja mit wenig Leben wieder. Und stirbt dann wahrscheinlich relativ schnell nochmal. Das ist ja immer das große Problem an den Dingern. Das wäre jetzt aber gerade wirklich egal, weil ich mit The Lost sowieso nur ein Leben habe. Dann starte ich halt in dem Raum nochmal und kann das nochmal ausprobieren. Und dann halt nicht random sterben oder zum Beispiel auch einfach mal woanders lang gehen dann. Wenn ich vielleicht da nicht unbedingt lang gehen muss. Ich sollte übrigens trotzdem vielleicht versuchen, mich einfach zu beeilen, um möglichst schnell durchzukommen. Dann kann ich nämlich weniger Fehler machen. Ist zumindest so die Idee. Das ist ja auch immer das, was ich sage, ne? Ich versuche möglichst wenig, möglichst schnell zu sein, damit möglichst wenig Fehler zu machen. Jetzt ist die Frage, den Chariot wegwerfen, um den Emperor zu kriegen und damit in irgendwelchen Stockwerken direkt bis zum Endboss zu kommen. Ich glaube ja. Unverwundbar machen, schön und gut, aber das brauche ich wahrscheinlich nicht, weil ich da wahrscheinlich nicht schnell genug reagieren werde und mich eher random Sachen töten werden und nicht irgendwelche Räume, weil sie zu schwer sind oder so, sondern halt nur, weil sie random sind. Deswegen werden sie mich wahrscheinlich töten. Und dann, oh, cool, Sticky Babies. Das ist cool. Gegner verlangsamen, wenn sie da reinlaufen und so, das ist prima. Das Schöne ist auch, sie laufen natürlich direkt erstmal zum Punching Bag. Das ist auch positiv. Oh shit. Das ist blöd. Oh Gott. Oh Gott. Nein, das meine ich. Mit random Blödsinn. Okay. Der Raum ist aber fertig. Okay, das wäre übrigens ein Raum, wo ich das andere Ding benutzt hätte. Wahrscheinlich. Wie heißt das? Den Chariot. So, ich hoffe, dass meine anderen HP-Ups noch da sind. Glaube aber nicht dran. Das heißt, jetzt wird's wirklich interessanter und schwieriger hier. Jetzt muss ich wirklich noch mal mehr aufpassen. Gott, nicht schon wieder, ey. Shit. Okay, das waren zum Glück dann beide. Gib mir nicht noch mehr von der Sorte, bitte. Okay. Monstro 2. Kein Problem, wird schnell umgebraten. Eine Box, schnell weglaufen, falls irgendwas Böses drin ist. Es ist aber erstmal nichts Böses drin. Das ist ein Himmel, schieß mich tot, das ist ein Hangman, läuft. Kostet ja nichts. Damit habe ich wieder 100% Chance auf Teufelsräume. Und dann geht es direkt wieder weiter. Als nächstes müsste Mom kommen, glaube ich.
Du? Pretty Flies wären eigentlich toll. Luck up. Okay, mehr Luck. Noch mehr Luck. Und Full Health, das hilft mir natürlich alles nicht so. Einfach auch möglichst viele Entfernungen bleiben an der Stelle. Oh nein, ich will gar nicht. Das ist schlecht, wenn ich, je größer ich werde, desto schlechter kann ich wahrscheinlich ausweichen hier. Weil ich nicht mehr so richtig genug sehe vom Raum. Es erhöht ja die Hitbox tatsächlich nicht, ne? Was? Der Controller ist disconnected? Wieso sagt mir jetzt nicht, dass der Controller aufgibt hier in den... Wenn der jetzt an einem schlechten Moment aufgibt, ne, dann habe ich Probleme. Okay, hier ist nichts drin scheinbar. Das meine ich mit random sterben. Verdammt! Arg! Ich war bei 3 und ein bisschen. Aha, dammit. Ich habe einige Sachen freigeschaltet. Ich sollte nicht... Es war gut. Aber das ist tatsächlich nochmal schwieriger als erwartet. Ich muss 3 und noch 1. Und das muss ich dann, das letzte muss ich mit The Lost machen. Und wenn ich da nicht irgendwie, ich glaube, ich muss dann wirklich zusehen, dass ich da mit Engels-Items und dass ich da irgendwie Schild und all so Geschichten kriege, die hoffentlich da bleiben. Und in Holy Mantle wird das sonst sehr finster. Wegen so random Quark. Shit. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich habe natürlich, ich fange direkt mit einem der schwierigsten Sachen an, ne? Aber wir kriegen das schon hin. Wir werden das schon noch hinkriegen. Und das ist dann zumindest ein bisschen Abwechslung zu den anderen normalen Runs. Vielen Dank, wie immer, fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.